Rankornstation, David Rix, Lord Lieutenant of Cheshire, begrüßt die Queen und Meghan Foto, Reuters sie genießt eine Expresserziehung in royalen Auftritten. Meghan Markle, 36, die Herzogin von Sussex, durfte mit Queen Elisabeth II. 92, im Royaltrain übernachten, eine Ehre, die bisher weder Harry, 33, oder William, 36, noch Kate, 35, zuteil wurde. Meghan strahlt die Queen bei der Ankunft am Bahnhof Rankorn an. Foto, Reuters mit dem gut 150 Jahre alten Zug, den Prinz Charles, 69, 2010 auf Biodiesel umstellen ließ, fuhren die beiden Damen über Nacht nach Cheshire, um dort die offizielle Eröffnung der Brücke Mersey Gateway zu feiern. Für ihren ersten royalen Auftritt ohne ihren Gatten Prinz Harry wählte Meghan ein extra für sie entworfenes Kleid von Givenchy. Sie tuschelten und kicherten, die Herzogin von Sussex und die Queen bei der Eröffnungszeremonie der Mersey Gateway Bridge. Foto, Dana Press. Doch Meghan wirkte etwas nervös und prompt kam es zu einem kleinen Fauxpas-Ausrufezeichen, als die Queen und Meghan in ein Auto einsteigen sollen. Ist in einem Video zu sehen, dass die Queen zuerst einsteigen möchte. Dann spricht Harrys Frau mit ihr, die Queen zögert und lässt Meghan den Vortritt. Laut Daily Mail fragte Meghan die Königin, wo sie lieber sitzen möchte. Es ist nämlich bekannt, dass Elisabeth II. Lieber hinter dem Chauffeur sitzt, was nicht der Fall gewesen wäre, wenn sie zuerst eingestiegen wäre. Ein kleiner Fauxpas, allerdings aus Rücksicht auf die Queen. Die Stimmung trübte das nicht. Die beiden Ladies zeigten sich bestens gelaunt bei ihrem ersten gemeinsamen Termin, sie lachten viel. Ein royales Dreamteam, und Meghan hat wieder einmal bewiesen, dass sie jeden um den Finger wickelt. Ausrufezeichen. So schlicht sieht der Royaltrain von innen aus, schlicht eingerichtet, es Zimmer im Royaltrain. Foto, Bulls Barcroft Media. Der Zug verfügt über 9 Abteile, die Schlafräume haben nur Einzelbetten. Dieses hier ist für Angestellte. Foto, Action Press. In der Küche des Royaltrain herrscht kulinarisch Palaststandard, die Queen reist mit eigenem Küchenpersonal. Foto, DDP Images Camera Press. Rotter Sofa und Tischchen, der Aufenthaltsraum im Waggon von Prinz Charles. Foto, Anwar Hussein Collection. Sie paar mehr Pominus gibt's auf Bild Facebook, jetzt folgen. Teilen, Twitter und teilen auf Google Plus, per WhatsApp verschicken, per Mail versenden.